Willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Wie in meinem letzten Video angekündigt, wollte ich euch heute gerne etwas über die Bänder von Hirsch aus der Performance-Serie und Eulit aus der Eutech-Serie erzählen. Beides sind Bänder, bei denen eine Lederschicht auf eine untere Schicht in ein Bett sozusagen aus einem Kunststoffmaterial eingebettet ist. Bei den Hirschbändern, die für mich lange Zeit sozusagen die Referenz dieser Art von Bänder waren, kann man das Bett relativ deutlich erkennen. Man kann hier sehr gut sehen, wie das Kautschukbett übersteht und das Leder in dieses Bett eingebettet ist. Hier kann man das ganz gut sehen, dass das Kautschuk etwas übersteht und das Leder eingebettet ist. Man kann diesen Rand auch gut fühlen. Er ist, ich will nicht sagen scharfkantig, aber doch deutlich spürbar. Auf der Rückseite gibt es eine Art Rippen- oder Noppenstruktur, die auf der Haut aufliegt und durch die sowohl längs verlaufende als auch quer verlaufenden Rillen eine gewisse Belüftung der Haut sicherstellt. Ich muss gestehen, ich bin nicht feinfühlig genug, um sagen zu können, dass mein Arm besser durchlüftet ist, aber ich kann sagen, dass ich das Gefühl habe, unter diesen Bändern etwas weniger zu schwitzen im Sommer. Montiert ist das Band, damit es in der Optik vergleichbar ist, an meiner Sinn 556 IM mit dem braunen Sonnenschliff-Ziffernblatt. Das andere Band, um das es heute geht, ist ein Eulit-Band, montiert an meiner 556i mit roter Sekunde. Auch hier ist eine Lederschicht in ein gummiartiges Material eingezogen. Zu diesen Stellen sage ich gleich noch etwas. Auch hier ist das Leder eingebettet, aber wenn ich es knicke, kann man deutlich sehen, es steht nicht so hoch über. An einigen Stellen scheint das Leder sogar etwas höher zu sein als das Gummi, sodass ich vermuten würde, dass das Leder über die Zeit am Rand Stoßkanten, Stoßstellen zeigt. Dieses Band ist gestern angekommen, deshalb kann ich noch nichts über Langzeiterfahrungen sagen. Zu allen meinen Hirschbändern, die ich habe, und das sind über die Zeit doch einige geworden, kann ich sagen, dass ich sie alle zum Schwimmen anziehe und keines dieser Bänder wirklich irgendwelche Spuren hat, was das Leder betrifft, Verschleiß, Auflösungserscheinungen, Loslösungserscheinungen des Leders von dem darunterliegenden Kautschukbett. Das ist alles hervorragend gemacht von Hirsch. Was ist mir noch aufgefallen bei den Bändern? Das allererste, als ich das Eulit in der Hand hatte, war mein Gedanke, Mann, ist das weich. Das ist aus Silikon und ich mag das Gefühl von Silikon in der Tat ein klein wenig lieber als das doch härtere Gefühl des Kautschuks von Hirsch. Inwieweit das härter ist, kann man auch bei dem Durchlass des Federstegs sehen. Ich muss hier schon recht feste zusammendrücken, um dieses Loch ein klein wenig zu komprimieren. Bei dem Eulit-Band könnt ihr sehen, dass es wirklich viel weicher ist und sich ganz leicht eindrücken lässt. So ist auch das ganze Band insgesamt deutlich weicher. Was noch wichtig ist, das ist die Tatsache, dass aus der Hirsch Performance Serie, also die mit den dicken Noppen auf der Rückseite, alle Bänder wasserfest sind.
aus der Eulit Eutec Serie, das ist die mit dem Zickzackmuster hier, sind es nur die Bänder, die auch als waterproof gemarkt sind. Ich finde das ein klein wenig irritierend, denn alle Bänder sind auf die gleiche Art und Weise gemacht, nämlich Silikonunterlage, Lederoberschicht, aber anscheinend sind nur einige Bänder mit wasserfestem Leder ausgestattet worden. Preislich liegt das Eulit-Band zwischen 35 und 40 Euro. Die Hirschbänder liegen grob zwischen 50 und 90 Euro. Wenn ihr einmal nicht mehr wisst, was für ein Hirsch-Performance-Band ihr habt, dann müsst ihr nur in die Spitze schauen des Lochteils. Dort ist der Name zu finden. Die Bänder von Eulit sind ein klein wenig ledriger. Man sieht etwas die Poren, wohingegen das Band von Hirsch eine deutlich glattere Oberfläche zeigt. Als ich das Band von Eulit ausgepackt habe, war mein erster Gedanke, das fühlt sich aber stumpf an, ein bisschen gummiartig, als ob es Silikon wäre. Jetzt, nachdem ich dieses Band 24 Stunden getragen habe, muss ich sagen, es ist alles okay, das Leder fühlt sich gut an, es war vielleicht nur eine Imprägnierung für die Lagerung oder den Versand, insofern alles okay. Was mir negativ aufgefallen ist, das ist die Tatsache, dass sich in den kleinen Rillen des Eulit-Bandes Schmutz absetzt. Das habe ich in dieser Art und Weise bei dem Hirschband nicht gehabt, auch wenn ich es länger getragen habe. Wie gesagt, dieses Band ist nur 24 Stunden am Arm gewesen. Das finde ich nicht so schön und weiß natürlich, dass ich es mit einfachem Wasser und Seife abwaschen kann. Trotzdem stört mich das etwas. Vom Tragekomfort muss ich sagen, ist das Eulit-Band für mich persönlich wesentlich angenehmer, weil es weicher ist und sich schöner an den Arm schmiegt als das doch etwas steifere und festere Hirschband. Hinzu kommt, dass ich bei Hirschbändern leider häufig Abdrücke am Arm habe. Während des gesamten Videos habe ich meine U1 an einem Hirschband getragen und ihr könnt sehen, ich habe sie wirklich nicht eng umgeschnallt. Sie verrutscht im Kopf, ich kann sie auf dem Arm bewegen, insofern war es nicht fest. Wenn ich die Uhr jetzt abmache, dann könnt ihr hier am Arm die Abdrücke des Rillenprofils des Hirschbandes sehen. Das habe ich leider immer bei den Hirschbändern und hatte es in den 24 Stunden, die ich das Eulit getragen habe, kein einziges Mal. Das Eulit-Band, wie gesagt, kann ich vom Tragekomfort her bedenkenlos empfehlen. Was die Qualität betrifft, kann ich über Hirsch aus der Langzeiterfahrung heraus sagen, dass die einwandfrei sind und ich mit keinem Band ein Problem hatte. Das Eulit-Band fühlt sich so an, aber das ist wirklich nur ein subjektiver Eindruck, als wäre die Lederschicht etwas dünner als bei den Hirschbändern. Das Silikon zumindest ist deutlich dicker als bei den Hirschbändern. Wenn man das mal so übereinander legt, kann man sehen, dass die Hirschbänder insgesamt etwas dünner sind. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich nur ein einziges Band haben wollte, dann würde ich mich wahrscheinlich für das Eulit-Band entscheiden, aber ihr merkt, dass ich hier etwas zögere. Und zwar ausschließlich aus dem Grund, dass der Tragekomfort etwas höher ist und es insgesamt etwas günstiger ist als das Hirschband. Für Sport und andere Aktivitäten habe ich andere Bänder, sodass ich auf die Robustheit des Hirschbandes nicht zwingend angewiesen bin. Ich hoffe,
Ich konnte euch ein klein wenig die Unterschiede aufzeigen und habe Interesse geweckt oder eine Fehlausgabe vermieden, indem ich euch einen kleinen Einblick in die unterschiedlichen Bänder gezeigt habe. Vielen Dank, falls es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder schenkt mir vielleicht sogar ein Abo und klickt auf mein nächstes Video, wenn ich es online stelle. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.